Was geht, liebe Dynamic Food Gemeinde? Hallo. Ich bin's, der Jeff. Heute Interview mit Hannes, dem Kopf von dem Ganzen hier. Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet und die werde ich jetzt hier mal stellen. Einfach so. Meine erste Frage an dich, lieber Hannes. Erzähl mir was von dir. Ich bin Hannes. Ich bin der Koch. Ich arbeite bei Dynamic Food. Ich bin 26 Jahre alt. Ich habe dieses Jahr 2015 geheiratet mit meiner Frau Marjorie Kiros. Wir haben große Pläne, wir wollen die Welt dynamisieren. Ich bin absoluter Basketball-Freak, New York Knicks und so. Und ja, mehr kann man eigentlich über mich nicht sagen. Ich koche und koche und versuche die Welt zu verändern mit meinem Essen. Das wirst du schaffen, Bruder, auf jeden Fall. Ja, was ist denn Dynamic Food? Dynamic Food ist eigentlich im Prinzip ich möchte die Welt dynamisieren. Ich möchte zeigen, wie einfach man mit einfachen Sachen leckere Sachen zaubern kann. Und dass man nicht auf Zusatzprodukte oder sonstiges irgendwie zugreifen muss. Also ich meine jetzt sowas wie Dosen fressen und fertig essen so. Ja. Ich kann solche Sachen auch einfacher machen. Zum Beispiel McDonald's. McDoof. Zensieren das Wort bitte. McDonald's ist zum Beispiel die Burger, die kann man alle nachmachen. So. Man muss nur bei YouTube sich durchklicken, da gibt es verschiedene Blogger, die haben schon echt einige Sachen rausgeholt. Ja. Ich habe Sachen ausprobiert und es ist das gleiche wie bei McDonald's essen. Du kannst für den Preis, den du dir da holst bei McDonald's, die gleichen Sachen zu Hause doppelt und dreifach machen und du hast keine Chemie. Das sowieso. Und das ist Dynamic Food. Es geht darum, dass man Qualität hat. Sich gesund ernährt und viele Konservierungsstoffe. Qualität. Qualität, genau. Ja. Wo willst du ins Ausland hin? Das war ja im Gespräch, dass du ins Ausland möchtest. Wo geht's hin? Ja, wie gesagt, meine Frau kommt aus Chile. Mhm. Ich habe sie hier in Deutschland kennengelernt. Ich war letztes Jahr ein paar Monate in Chile. Die Qualität vom Essen ist sehr toll da und deswegen zieht es mich da runter nach Südamerika. Ja. Man kann mit viel besseren Lebensmitteln kochen, man hat ein viel besseres Arbeitsklima. Die Menschen sind offen für Neues und weisen diese Fertigsachen wie McDoof ab. Also da gibt es vielleicht in Santiago in der Hauptstadt zwei McDonald's und da gehen nur die obersten Snobs sozusagen hin. Die Leute, die wirklich da nichts mehr im Kopf haben. Ja. Und deswegen, ja, Chile, Südamerika, das ist auf jeden Fall, was Ernährung angeht, eine gute Hausnummer. Mhm. Jetzt nochmal kurz, Dennis hat sich wird bei Deutschland beworben. Die ist gerade rausgegangen. Wann geht's denn da los? Oder ist das absehbar oder was? Also ich habe heute die Bewerbung rausgeschickt. So. Also ich warte natürlich auf eine Antwort jetzt von denen. Ja. Ich hoffe, ihr meldet euch bei uns. Ich bin ein cooler Typ. Ich möchte euch zeigen, wie... Bester Mann. Dankeschön. Ich möchte gerne in die Öffentlichkeit, weil ich möchte gerne mein Wort nutzen und den Menschen wirklich zeigen, wie einfach gute gesunde Ernährung ist. Und deswegen Goodbye Germany. Ich hoffe, die melden sich bald. Ich meine, wer will mich denn nicht haben? Ja, auf jeden Fall sehr witzig, hier dich im Fernsehen zu sehen, Digga. Was wird in Chile gekocht, also in eurem Restaurant, das da geplant ist? Also, unsere Ernährung, unser System, unsere Ideen basieren eigentlich auf einfachem chilenischem Essen, südamerikanischem Essen. Aber ich möchte es ein bisschen industrialisieren. Zum Beispiel habe ich eine Idee von Empanadas. Kennt das jemand? Kennst du ein Empanadas? Das sind diese Teigtaschen. Weißt du schon? Eigentlich mit Hackfleisch, Oliven und so. Ja. Aber wie wäre es denn einfach mal ein Empanada mit Gyros oder mit Dönerfleisch und Kraut überbacken? Ja. Also sozusagen ein Empanada-Döner-Tasche. Ja. Also wir haben viele tolle Ideen, so, aber ich möchte noch nicht so viel verraten. Weil du willst was Neues sozusagen nach Chile bringen, dass die Leute da wissen. Genau, was Neues, Traditionelles, mit Veränderung. Haben die da Döner? Es gibt Dönerläden da unten, ja, aber das sind dann so ganz komische Döner, so, meistens mit Rindfleisch sogar. Also Rinderdöner ist nicht jetzt so, Keine Ahnung. Wir haben da nicht so viel Ahnung von Döner. Fleischdöner weiß ich nicht. Ja, da sind so ein paar chilenische Leute am Kochen, so, die denken, sie können da was machen, so, mit Döner und so. Aber ja, gibt es schon, aber nicht so wie in Deutschland an jeder Ecke. Okay. Kochbattles hast du angekündigt, möchtest du machen. Wie ja. kann man Kochbattles mit dir? Meine Seite, mein Blog, mich, YouTube, egal wo, Facebook, Hannes zu gucken. Addet mich, schreibt mich an, ich koche gegen jeden von euch. Ich nehme es gegen jeden auf, bar 50 Euro, wenn ihr besser kocht, gegen eine Jury, die ihr euch selber auswählen könnt. Und wenn die sagen, dein Essen ist besser als meins, kriegst du 50 Euro von mir. Also ich nehme jede Herausforderung an, ja? Zack. Ja, zack. Zack, zack, zack. Ja, ich nehme. Willst du kochen gegen mich? Ne? Ach, Digga, nein. Und das Ding ist, ich verlange nichts von euch. Ne? Das Einzige, was ich verlange, ist, wenn ich gewinne, zahlt ihr die Lebensmittel. Oh. Aber da ich ein intelligenter Koch bin, gibt es nur Qualität. Wir radieren auf jeden Fall, würde ich sagen. So. Und nein, ich würde nie gegen dich kochen. Ich kann nicht kochen. So. Ich kann es dir beibringen, oder? Ja,
Mach mal. Was sind deine Ziele? Also für das Jahr und so allgemein. Was möchtest du mit Dynamic Food machen? Also jetzt gerade vor kurzem habe ich die Bloggerin von Vegan Diek, schöne Grüße an sie nochmal, habe ich getroffen in Hamburg, ein bisschen Hamburg unsicher gemacht. Unsere Ziele sind jetzt in diesem Jahr, dass wir noch in Deutschland verbringen, halt viele Leute kennenlernen, rumreisen, mit anderen Leuten kochen, Battles machen und ja, sich weiterentwickeln, den Menschen was beizubringen, so, das sind meine Ziele. Ich möchte meinen Blog ein bisschen größer machen, ich möchte, dass eine schöne Hausnummer vorsteht, so schon so seine 2.000-3.000 Abonnenten wünsche ich mir schon, bevor ich nach Chile gehe, und das ist so Priorität Nummer 1, erstmal eine Fanbase kriegen und Leute haben, die Interesse an mir haben. Ja. Worldwide, Motherfucker! Worldwide. Worldwide, Digga. Was erhoffst du dieses Jahr von den Knicks hier dein? Von den Knicks, ja. Kamel Anthony spielt stark auf. Ne? Die Golden State Warriors marschieren. 16 Siege, glaube ich, jetzt in Folge. Ist ein neuer Weltrekord, kann man ja so sagen. Die NBA ist das Einzige, was es gibt. Ja, ich wünsche mir, dass die nächstes Mal einmal noch in die Playoffs geraten. So. Das wäre toll, mit meinen Boys in meiner Town ein Knicks-Playoff-Game zu feiern. Ich hoffe mir natürlich nicht die Meisterschaft, auch wenn wir sie am Ende holen. Aber ja. Ja, wenn Curry dir dann nicht Strich durch die Rechnung. Ja, wenn Curry mir da, das Curry, ne? Das ist immer so eine Sache. Ja, der Knicks. Ja, das war's schon mit meinen Fragen. Ich danke dir für dieses Interview. Leute, ich freue mich das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Jeff hat eine Frage, Alter. Peace. Dynamisieren.